Willkommen zu unserer spannenden Reise. Bereiten Sie sich mental vor, denn die heutige Reise könnte Sie überraschen. Glaubst du, dass Außerirdische irgendwo auf der Erde sein könnten und ein normales Leben wie wir führen? Wenn du dasselbe denkst, kommentiere mit 1 und dieses Video ist für dich. Wir haben noch nie konkrete Beweise für außerirdisches Leben gesehen, aber die Möglichkeit scheint plausibel zu sein. Bei vielen Ereignissen, die sich ereignet haben, würde es mich wahrscheinlich nicht überraschen, wenn ein Raumschiff über meinem Kopf erscheinen würde. Viele Menschen glauben heute, dass sie Außerirdische gesehen haben. Es gibt sogar Menschen, die verdächtigt werden, von einer anderen Zivilisation zu stammen. Sehen wir uns also heute die 20 seltsamsten Begegnungen mit Außerirdischen auf der Erde an. Dies geht über UFOs hinaus und wird sie verwirren. Nummer 1. Die Begegnung von Peter Faust. Ein durchschnittlicher Mensch findet sich in einer außergewöhnlichen Situation wieder, als er Peter Faust begegnet. Er wurde zu einem der wenigen Menschen, die berichten, von Außerirdischen entführt worden zu sein. Peter traute sich nicht, jemandem von seinen Erlebnissen nach der Entführung zu erzählen und behielt sie lange Zeit für sich. Doch 25 Jahre nach der angeblichen Entführung kam er zu dem Schluss, dass Schweigen ihm nur schaden würde. Peters Fantasie kehrte immer wieder zu seinen Erfahrungen mit den Außerirdischen zurück. Zunächst erfüllten ihn diese Erinnerungen mit großem Schrecken. Er begann, Angst davor zu haben, sich im Freien aufzuhalten, und selbst die Sicherheit seines eigenen Hauses war ihm kein großer Trost. Er hatte immer Angst, dass die Außerirdischen eines Tages wiederkommen und ihn mitnehmen würden. Peter suchte professionelle Hilfe, als er merkte, wie negativ sich diese Sorge auf sein Leben auswirkte. Er begann eine Psychotherapie, um seine unzusammenhängenden Erinnerungen zu verarbeiten und in Einklang zu bringen. Nach ein paar Sitzungen konnte er sich an mehr Einzelheiten seiner Entführung erinnern. Peter behauptete, er sei zunächst von den Außerirdischen an Bord einer kleinen fliegenden Untertasse gebracht worden. Anschließend wurde er von diesem Raumschiff zu einem sehr großen Raumschiff gebracht. Einer der Außerirdischen in diesem Raumschiff zeigte ihm merkwürdige Filme und Bilder, deren Bedeutung er nicht verstehen konnte. Die Außerirdischen sammelten dann Proben seiner DNA, möglicherweise zu Forschungszwecken. Laut Peter hatten die Außerirdischen ein fast identisches Aussehen wie die, die in der Populärkultur dargestellt werden. Sie hatten einen großen ovalen Kopf, riesige schwarze Augen, die seine Seele zu durchbohren schienen, und graue Haut. Peter war gerade 8 Jahre alt, als er von den Außerirdischen als Geisel genommen wurde. In seinen Interviews gab er zu, dass er während des Ereignisses schreckliche Angst hatte. Seine Erinnerungen an die Ereignisse rund um seine Entführung und seine Rückkehr nach Hause sind immer noch verschwommen. Nummer 2. Die Entführung von Betty und Barney Hill. Was die Entführung durch Außerirdische betrifft, so gibt es eine weitere Geschichte, die der von Peter Faust ähnelt. Es handelt sich um die Geschichte von Betty und Barney Hill, einem Ehepaar aus New Hampshire, das im September 1961 behauptete, von Außerirdischen entführt worden zu sein. Betty und Barney Hill waren ein Ehepaar, das ein normales Leben in New Hampshire führte. Ihr Leben nahm jedoch eine dramatische Wendung, als sie von einem Erlebnis berichteten, das alles andere als gewöhnlich war. Nach Angaben von Betty und Barney Hill wurden sie von Außerirdischen entführt. Diese Behauptung veränderte ihr Leben für immer und machte sie zum Gegenstand der öffentlichen und medialen Aufmerksamkeit. Das Ehepaar beschrieb ihre angeblichen Entführer als Wesen mit grauer Haut und großen, umhüllenden Augen. Ihrer Darstellung zufolge führten diese Wesen medizinische Untersuchungen an ihnen durch. Die Hills lieferten detaillierte Beschreibungen der Wesen und ihres Schiffes, was ihren Behauptungen eine Glaubwürdigkeit verlieh, die nur schwer von der Hand zu weisen war. Ihr Bericht wurde zum ersten weit verbreiteten Bericht über eine Entführung durch Außerirdische.
Die Geschichte erregte die Fantasie der Öffentlichkeit und schürte das wachsende Interesse an der Möglichkeit außerirdischen Lebens auf der Erde. Die Geschichte der Hills wurde in Zeitungen, im Fernsehen und in Büchern diskutiert und machte sie zu einem bekannten Namen. Es blieb jedoch die Frage, ob es sich um einen Fall von lebhaften Träumen handelte oder ob die Hills wirklich eine Begegnung der dritten Art lebten. Diese Frage ist Gegenstand vieler Wetten gewesen. Einige glauben, der Bericht der Hills sei eine Erfindung, ein Produkt ihrer Fantasie. Andere argumentieren, dass ihre Geschichte zu detailliert und konsistent ist, um sie als Fantasie abzutun. Die Geschichte der Hills wirft wichtige Fragen über die Natur der Realität und die Existenz von Leben außerhalb unseres Planeten auf. Sie stellt unser Verständnis des Universums und unseres Platzes darin in Frage. Nummer 3. Die belgische UFO-Welle. In den späten 1980er Jahren ereignete sich über mehrere Monate hinweg eine außergewöhnliche Reihe von Ereignissen, die die UFO-Geschichte nachhaltig prägten und eine Debatte auslösten, die bis heute andauert. Die belgische UFO-Welle begann ganz unauffällig. Bürger in ganz Belgien meldeten die Sichtung von seltsamen dreieckigen Objekten am Himmel. Diese UFOs, wie sie schnell genannt wurden, schwebten angeblich lautlos über den Städten. Das Faszinierende daran war, dass die Sichtungen keine Einzelfälle waren. Sie ereigneten sich über mehrere Monate hinweg und wurden aus allen Teilen des Landes gemeldet. Die Beschreibungen waren bemerkenswert einheitlich. Es handelte sich um dreieckige Objekte, die lautlos waren und mit ihren Bewegungen und Manövern den Gesetzen der Physik zu trotzen schienen. Die belgische Luftwaffe fand sich bald inmitten dieses sich entfaltenden Geheimnisses wieder. Mit dem Auftrag, den Luftraum des Landes zu schützen, schickte sie F-16-Jets los, um die unbekannten Flugobjekte abzufangen. Was dann geschah, fügte den ohnehin schon unglaublichen Ereignissen eine weitere Ebene der Intrige hinzu. Die F-16-Jets, die zu den besten Flugzeugen der Welt gehören, griffen die UFOs in einer Reihe von Begegnungen an. Die UFOs konnten diese belgischen Jets jedoch leicht ausmanövrieren und verblüfften die Piloten und das Bodenkontrollpersonal. Diese Begegnungen warfen eine Reihe von Fragen auf. Waren diese Sichtungen das Ergebnis geheimer Militärprojekte, vielleicht fortschrittliche Flugzeuge, die im Dunkeln getestet wurden? Oder waren sie der Beweis für interstellare Besucher, die uns beobachten? Ihre Technologie übertrifft die unsrige bei weitem. Die belgische UFO-Welle löste eine landesweite Debatte aus. Auf der einen Seite standen die Skeptiker, die argumentierten, dass die Sichtungen durch irdische Phänomene oder menschliche Aktivitäten erklärt werden könnten. Sie verwiesen auf geheime Militärprojekte, atmosphärische Anomalien oder sogar Massenhysterie als mögliche Erklärungen. Auf der anderen Seite standen diejenigen, die glaubten, dass die belgische UFO-Welle ein Beweis für außerirdische Aktivitäten sei. Sie verwiesen auf die fortschrittlichen Manöver der UFOs, ihr Schweigen und ihr ständiges Erscheinen als Beweis für eine Technologie, die weit über die unsrige hinausgeht. Trotz zahlreicher Untersuchungen blieb das Rätsel der belgischen UFO-Welle ungelöst. Die Sichtungen hörten schließlich auf, aber die Fragen, die sie aufwarfen, klingen in den Köpfen derer weiter, die sich an diese außergewöhnliche Zeit erinnern. Nummer 4. Simon Parkes. Simon Parkes ist ein angesehenes Mitglied des Stadtrats von Whitby in North Yorkshire. Trotz seiner hochrangigen Position behauptet er, regelmäßig Kontakt mit Wesen aus anderen Welten zu haben, insbesondere mit Rassen, die als Reptilianer und Gottesanbeter bekannt sind. Seine außergewöhnlichen Erfahrungen, die er in einem Interview mit der britischen Zeitung Northern Echo schilderte, haben viele in Erstaunen versetzt. Parkes sagte, dass seine Begegnungen mit Außerirdischen schon in sehr jungen Jahren begannen. Ihm zufolge wurde er von einem Außerirdischen adoptiert, als er gerade 6 Monate alt war.
dieses Wesen, das fast 3 Meter groß war und 8 lange Finger an den Händen hatte, hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in Parkes Leben. Seitdem behauptet er, dass er ständig mit den Außerirdischen kommuniziert hat. Parkes entwickelte eine besondere Verbindung zu der Mantis-Rasse. Er beschreibt, dass sie den Menschen gegenüber freundlicher sind als die Reptilien. Er glaubt jedoch, dass beide außerirdischen Rassen ein starkes Interesse an unserem Planeten haben. Parkes glaubt, dass es ihr Ziel ist, die Erde mit Hybriden zu bevölkern, mit Wesen, die von Menschen und Außerirdischen abstammen. In einer Enthüllung, die viele verwundert hat, erzählte Parkes, dass er eine intime Beziehung mit einer weiblichen Außerirdischen hatte, aus der ein Sohn hervorging, den sie Zarka nannten. Diese Behauptung stößt zwar auf Zweifel, macht Parkes Geschichte aber noch ein wenig interessanter. Parkes Interesse an Außerirdischen kam nicht von ungefähr. Seine Mutter arbeitete für den britischen Sicherheitsdienst und sammelte Daten über unidentifizierte Flugobjekte, UFOs. Ihre Geschichten und Erfahrungen beeinflussten Parkes Vorstellungskraft und schürten seine Faszination für das Außerirdische. Parkes besteht jedoch darauf, dass seine Geschichten keine bloße Einbildung sind. Er steht zu seinen Behauptungen und behauptet, dass seine Erlebnisse real sind und nicht das Produkt irgendwelcher Fantasien. Nummer 5. Der Travis-Walton-Zwischenfall. Am 5. November 1975 ereignete sich ein Ereignis, das das Leben eines Holzfällers namens Travis Walton für immer verändern sollte. Dieser Vorfall, der sich im Sitgreaves Forest in der Nähe von Snowflake, Arizona ereignete, bleibt einer der faszinierendsten und umstrittensten Fälle von UFO-Begegnungen. Walton und seine Kollegen kamen gegen 18 Uhr zu einem routinemäßigen Arbeitstag in den Wald. Nach einiger Zeit bemerkten sie ein seltsames, leuchtendes, scheibenförmiges Objekt, das am Himmel schwebte. Fasziniert und leichtsinnig beschloss Travis, sich das Objekt näher anzusehen, während er sich ihm näherte. Ein grüner Strahl schoss aus dem Objekt heraus und traf ihn, sodass er das Bewusstsein verlor. Seine Kollegen, die Zeuge dieses schrecklichen Ereignisses wurden, stiegen eilig in ihr Fahrzeug und flohen. Dennoch verständigten sie die Polizei, um den Vorfall zu melden. Als die Beamten am Tatort eintrafen, fanden sie weder das scheibenförmige Objekt noch Travis selbst. Da es keine andere Erklärung gab, verhafteten sie die anderen Holzfäller wegen Mordverdachts. Während ihrer Verhaftung wurden die Mitarbeiter von Walton einem Lügendetektortest unterzogen, der ergab, dass sie die Wahrheit über den Vorfall sagten. 5 Tage später erlangte Travis in der Nähe von Snowflake das Bewusstsein wieder. Zu diesem Zeitpunkt erinnerte er sich an absolut nichts von dem, was ihm widerfahren war. Im Laufe der Zeit konnte er sich jedoch allmählich an das Geschehene erinnern. Um sich vollständig an die Ereignisse zu erinnern, unterzog sich Travis Hypnosesitzungen. Während dieser Sitzungen erzählte Travis, dass er sich zum Zeitpunkt seines Verschwindens in einem großen Raum befand. Als er schrie, kamen 3 humanoide Wesen, die nicht größer als 1,5 Meter waren, auf ihn zu. Erschrocken rannte er in einen anderen Raum, der einem Planetarium ähnelte, und fand sich in einem 3. Raum wieder. In diesem Raum traf er auf ein Wesen mit einem Helm, das ihm befahl, sich auf eine Couch zu legen. Danach setzte jemand eine Maske auf Travis' Gesicht und er verlor das Bewusstsein. Er weiß nicht mehr, was dann geschah. Travis glaubt, dass die Außerirdischen erkannten, dass sie ihn verletzt hatten und ihn deshalb an Bord ihres Schiffes nahmen, um ihn zu heilen. Diese Geschichte ist verblüffend. Warum sollten ein gewöhnlicher Logger und seine Kollegen eine solche Geschichte erfinden? Außerdem hat der Lügendetektor gezeigt, dass diese Leute nicht gelogen haben. Der Travis-Walton-Vorfall wirft viele Fragen über die Natur von UFO-Begegnungen und die Möglichkeit von Außerirdischen auf der Erde auf. Er erinnert uns daran, dass es in unserem Universum noch viele Rätsel gibt, die wir noch nicht verstanden haben.
Ob man Travis' Geschichte nun glaubt oder nicht, eines ist sicher. Seine Erfahrung hat für immer verändert, wie wir über das Leben jenseits unseres Planeten denken. Es sind nicht nur seine Geschichten. Viele andere sind irgendwann einmal in engen Kontakt mit Außerirdischen gekommen. Das führt uns zu unserem nächsten außerirdischen Vorfall, dem UFO-Vorfall von Tikal. Nummer 6. Der Roswell-Zwischenfall. Unsere erste Geschichte für heute ist der Vorfall im Sommer 1947 in der Nähe von Roswell, New Mexico. Die Geschichte beginnt an einem scheinbar gewöhnlichen Sommertag im Jahr 1947. Die relative Ruhe an diesem Tag wird jedoch jäh unterbrochen, als ein nicht identifiziertes Objekt vom Himmel fällt und in der Nähe der Stadt Roswell abstürzt. Das Ereignis zog sofort die Aufmerksamkeit der Nation und der Welt auf sich und markierte den Beginn einer Geschichte, die bis heute viele Menschen fasziniert und verblüfft. Wie aufs Stichwort griff das US-Militär schnell ein, als die Nachricht von dem Absturz bekannt wurde. Sie riegelten das Gebiet ab und sammelten die Trümmer an der Absturzstelle ein, um dann mit der bizarren Erklärung aufzuwarten, dass die Trümmer von einem abgestürzten Wetterballon stammten. Diese Erklärung trug jedoch wenig dazu bei, die wachsende Neugierde und die Spekulationen zu beruhigen. Die Bevölkerung glaubte nicht an die offizielle Erklärung. Sie waren skeptisch, vor allem diejenigen, die die merkwürdigen Trümmer mit eigenen Augen gesehen hatten. Augenzeugen beschrieben, dass sie so etwas noch nie gesehen hatten. Sie berichteten, Fragmente eines seltsamen metallischen Materials gesehen zu haben, das unglaublich leicht und dennoch bemerkenswert haltbar war. Einige behaupteten sogar, außerirdische Körper in den Trümmern gesehen zu haben. Diese Berichte nährten eine alternative Erzählung, wonach das Wrack nicht von einem Wetterballon, sondern von einem Raumschiff stammte. Verschwörungstheoretiker machten sich diese Augenzeugenberichte zunutze und behaupteten, die Erklärung des Militärs sei eine Vertuschung, um die Wahrheit über einen außerirdischen Besuch zu verbergen. Der Roswell-Vorfall löste eine Debatte aus, die seit Jahrzehnten andauert. Auf der einen Seite stehen diejenigen, die die Erklärung des Militärs über einen abgestürzten Wetterballon akzeptieren. Auf der anderen Seite stehen diejenigen, die glauben, dass es sich bei dem Vorfall um eine außerirdische Begegnung handelte. Trotz zahlreicher Untersuchungen und Nachforschungen können wir die Wahrheit über den Roswell-Vorfall noch immer nicht herausfinden. Nummer 7. Die Phoenix-Lichter. Am Abend des 13. März 1997 verwandelte sich der Nachthimmel von Phoenix, Arizona, in eine Bühne für ein aufregendes Spektakel, das die Einwohner und den Rest der Welt in seinen Bann zog, als Tausende eine große V-förmige Formation von Lichtern sahen, die lautlos über den Himmel glitten. Dieses Ereignis, das heute als Phoenix Lights bekannt ist, bleibt eine der faszinierendsten und am meisten diskutierten Sichtungen von unidentifizierten Flugobjekten, UFOs. Phoenix, das für seine ruhige Landschaft und den klaren Nachthimmel bekannt ist, war ein unwahrscheinlicher Schauplatz für ein solch mysteriöses Ereignis. Wie der Vorfall in Roswell begann auch das Ereignis in Phoenix wie ein ganz normaler Abend, an dem die Bewohner ihren gewohnten Tätigkeiten nachgingen, ohne zu wissen, dass sich etwas Außergewöhnliches ereignen würde. Im Laufe der Nacht zeigte sich ein ungewöhnlicher Anblick am Himmel. Die Lichter bewegten sich auf koordinierte Weise, als ob sie alle Teil eines einzigen Objekts wären. Sie behielten ihre Formation bei, während sie über den Himmel glitten, und die Bewohner waren verblüfft und fragten sich, was das Licht am Himmel sein könnte. Es war ein Anblick, der sich in ihr Gedächtnis und in die Annalen der UFO-Sichtungen eintrug. Wie sie gesehen haben, kam die offizielle Erklärung für die Lichter vom Militär. Sie führten die Lichter auf militärische Leuchtraketen zurück, die während einer Übung abgeworfen wurden. Aber diese Erklärung stieß auf Skepsis. Kritiker argumentierten, dass die Formation zu groß, die Bewegung zu koordiniert
und die Stille zu unheimlich war, als dass es sich um Fackeln handeln könnte. Sie glaubten, dass es sich bei den Lichtern in Wirklichkeit um die Umrisse eines riesigen außerirdischen Raumschiffs gehandelt haben könnte. Das wachsende Interesse an außerirdischem Leben und an der Möglichkeit interstellarer Reisen gab dieser Theorie weiteren Auftrieb. Die Befürworter dieser Theorie behaupteten, die Lichter seien ein Signal unserer kosmischen Nachbarn und vielleicht sogar eine Friedensbotschaft. Trotz der zahlreichen Augenzeugenberichte und der weit verbreiteten Medienberichterstattung wurde jedoch kein endgültiger Beweis für die Theorie der Außerirdischen gefunden. Nummer 8. Der UFO-Zwischenfall von Tikal. Dieses Ereignis ereignete sich 1974 im Herzen der alten Maya-Ruinen von Tikal im üppigen Dschungel von Guatemala. Tikal, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, ist bekannt für seine beeindruckenden Pyramiden und Tempel, Überbleibsel der einst blühenden Maya-Zivilisation. Hier, inmitten dieser historischen Wahrzeichen, berichteten Archäologen von einer sehr faszinierenden Begegnung. Die Archäologen waren am Tag des Ereignisses in ihre Arbeit vertieft, indem sie die Ruinen ausgruben und untersuchten. Als die Sonne unterzugehen begann, bemerkte das Team etwas Ungewöhnliches. Über den Pyramiden schwebte ein leuchtendes, untertassenförmiges Objekt, das sich mit seinem hellen Licht gegen den dunkler werdenden Himmel abhob. Der Anblick war wunderschön. Das glühende Objekt wirkte fast wie aus einer anderen Welt, als es lautlos über den antiken Ruinen schwebte. Trotz ihres wissenschaftlichen Hintergrunds brauchten die Archäologen Hilfe bei der Erklärung des Phänomens, das sie beobachtet hatten. War es eine Täuschung des Lichts, eine Spiegelung oder etwas viel Unerklärlicheres und Unergründlicheres? Getrieben von Neugier und dem Wunsch, diese seltsame Erscheinung zu dokumentieren, machte das Team mehrere Fotos von dem Objekt. Sie hofften, dass diese Bilder Beweise für ihre Begegnung liefern würden, etwas Greifbares, das sie untersuchen und zur Erklärung des leuchtenden Objekts verwenden könnten. Als sie die Fotos entwickelten, war jedoch keine Spur des untertassenförmigen Objekts zu sehen. Die Bilder zeigten nur den vertrauten Anblick der Pyramiden von Tikal. Das glühende Objekt, das für die Archäologen so deutlich sichtbar gewesen war, war irgendwie von den Fotos verschwunden. Diese Entwicklung fügte dem Vorfall eine weitere Ebene des Geheimnisses hinzu. War es möglich, dass es sich bei dem Objekt um eine optische Täuschung handelte, die nur unter bestimmten Bedingungen sichtbar war? Oder lag ein Fehler in der Fotoausrüstung vor, der dazu führte, dass das Objekt nicht eingefangen wurde? Eine andere Theorie besagt, dass die Archäologen Zeuge eines zeitreisenden Touristen oder eines außerirdischen Spähers wurden, der unsere historischen Wahrzeichen untersuchte. Dieser Gedanke mag zwar weit hergeholt erscheinen, aber es lohnt sich, ihm Beachtung zu schenken. Schließlich ist es schon seltsam, wenn man Zeuge eines Phänomens wird und dann ein leeres Bild erhält, wenn Archäologen versuchen, es zu dokumentieren. Letztendlich bleibt der UFO-Vorfall von Tikal ein Rätsel. Nummer 9. Elisabeth Klärer. Die Geschichte von Elisabeth Klärer ist eine, die man leicht als Handlung eines Science-Fiction-Films abtun kann. Dennoch besteht sie darauf, dass ihre Erlebnisse alles andere als Fiktion sind. Elisabeths Faszination für extraterrestrisches Leben begann im Alter von 7 Jahren. Sie und ihre Schwester sahen ein seltsames leuchtendes Objekt am Nachthimmel, das ihr lebenslanges Interesse am Unbekannten weckte. Informationen über unidentifizierte Flugobjekte, UFOs, waren in ihrer Kindheit rar gesät. Der Begriff wurde erst 1952 geprägt und das öffentliche Bewusstsein für das Phänomen war gering. Trotzdem hatte die Sichtung einen tiefen Eindruck bei Elizabeth hinterlassen und sie blieb bis ins Erwachsenenalter neugierig. In den 1950er Jahren, als das öffentliche Interesse an außerirdischem Leben zunahm,
begann Elizabeth, außerirdische Zivilisationen zu studieren. Sie vertiefte sich in die begrenzten Ressourcen, die ihr zur Verfügung standen, um die seltsamen Phänomene zu verstehen, die sie als Kind beobachtet hatte. Im Jahr 1955 nahm Elizabeths Leben eine dramatische Wendung. Sie begann beim Geheimdienst zu arbeiten und wurde beauftragt, einen seltsamen Hügel am Stadtrand von Johannesburg zu untersuchen. Anwohner hatten von verdächtigen Lichtern auf dem Hügel berichtet, was bei den Behörden Intrigen auslöste. Elizabeths Aufgabe war es, die Wahrheit hinter diesen Berichten herauszufinden. Bei ihrer Ankunft auf dem Hügel stieß Elizabeth auf etwas Außergewöhnliches. Sie sah ein Raumschiff, das einer rotierenden Scheibe mit einer feststehenden Kuppel in der Mitte ähnelte. Der Anblick war verblüffend, und Elizabeth erkannte sofort, dass sie es mit außerirdischer Technologie zu tun hatte. Nach diesem Vorfall begann Elizabeth, eine telepathische Verbindung mit einem Wesen namens Akon, einem Wissenschaftler von einem Planeten namens Mion, herzustellen. Elizabeth kommunizierte ein Jahr lang telepathisch mit Akon und erfuhr dabei mehr über seine Zivilisation und deren fortschrittliche Technologie. Eines Tages lud Akon Elizabeth ein, seinen Planeten zu besuchen, und Elizabeth, angetrieben von ihrer Neugierde und ihrem Wunsch, mehr zu erfahren, sagte zu. Sie hatte das Glück, Mion dreimal zu besuchen, und jedes Mal erfuhr sie mehr über die außerirdische Zivilisation und ihre Lebensweise. Bei ihrem letzten Besuch verbrachte Elizabeth einen längeren Zeitraum auf Mion. Sie sagte, sie sei so lange geblieben, weil sie ein Kind von Akon erwartete. Sie brachte auf dem Planeten einen Hybriden zur Welt, und nach der Geburt ihres Kindes kehrte Elizabeth zur Erde zurück. Viele Menschen glauben, dass Elizabeth die Geschichte erfunden hat, da ihre Erlebnisse zu fantastisch sind, um wahr zu sein. Elizabeth steht jedoch zu ihrer Geschichte. Sie behauptet weiterhin, dass ihre Begegnungen mit Akon und ihre Besuche bei Mion real sind. Elizabeth Claras Erlebnisse, ob real oder eingebildet, bieten einen Einblick in unseren kollektiven Wunsch, unseren Platz im Universum zu verstehen. Während wir den Kosmos weiter erforschen, erinnern uns Geschichten wie die von Elizabeth Clara an die unendlichen Möglichkeiten, die uns in den unendlichen Weiten des Weltraums erwarten. Nummer 10. Der Zwischenfall im Wald von Randlesham. Eine weitere erwähnenswerte Interaktion mit Außerirdischen ist der Randlesham Forest-Zwischenfall. Dieser Vorfall wird oft als Großbritanniens Roswell bezeichnet, weil er Ähnlichkeiten mit dem Vorfall aufweist, den wir weiter oben im Video besprochen haben. Im Dezember 1980 meldeten Angehörige des US-Militärs, die auf der RAF Bentwaters in Suffolk, England stationiert waren, eine Reihe unerklärlicher Lichter im nahegelegenen Wald. Einige der anwesenden Militärangehörigen behaupteten sogar, ein metallisches Objekt berührt zu haben. Der Vorfall löste zahlreiche Spekulationen aus. Einige glauben, dass es sich um ein schiefgelaufenes Militärexperiment gehandelt haben muss und dass die Regierung nicht wollte, dass wir glauben, dass sie so einen Mist bauen könnte. Andere glauben, dass die Spekulationen über militärische Experimente die eigentliche Vertuschung einer außerirdischen Heimsuchung waren. Was glauben Sie, was es ist? Hinterlassen Sie in den Kommentaren Ihre Gedanken zu diesem und den anderen Vorfällen in der heutigen Geschichte. Nummer 11. Die UFO-Klappe im Hudson Valley. Weiter geht es mit dem Hudson Valley im Staat New York in den späten 1980er Jahren. Dies ist eine weitere Geschichte, die die Grenze der Vernunft überschreitet und die Frage nach möglichen außerirdischen Körpern unter uns auf der Erde aufwirft. Während dieser Zeit meldeten die Anwohner eine Welle von UFO-Sichtungen. Sie beschrieben sie oft als massive, lautlose und unheimlich beleuchtete Objekte, die den Nachthimmel durchkreuzten. Dies waren nicht nur einzelne Vorfälle. Es war eine regelrechte UFO-Katastrophe.
Skeptiker führten die Sichtungen auf alles Mögliche zurück, von Wetterballons bis hin zu Sumpfgas, aber Gläubige beharren darauf, dass es sich um ein kosmisches Ereignis, einen Hinweis auf Außerirdische unter uns oder einen Beweis dafür handelt, dass andere Zivilisationen leichten Zugang zu unserem Planeten haben. Nummer 12. Der Vaginha-Zwischenfall. Dieses Ereignis, das sich im Jahr 1996 in der brasilianischen Stadt Vaginha ereignete, ist seither zu einem Brennpunkt von Diskussionen und Debatten zwischen UFO-Enthusiasten und Skeptikern geworden. Vaginha, eine Stadt in der südlichen Region Minas Gerais in Brasilien, ist bekannt für ihre Kaffeeproduktion und ihre lebendige Kultur. Im Januar 1996 stand diese Stadt jedoch aus einem ganz anderen Grund im Rampenlicht der Weltöffentlichkeit, als sie zum Schauplatz eines Ereignisses wurde, das direkt aus einem Science-Fiction-Roman zu stammen schien. An diesem Tag meldeten einige Bürger, dass sie in der Stadt eine seltsame Kreatur gesehen hatten. Nach den Beschreibungen der Zeugen hatte diese Kreatur eine verblüffende Ähnlichkeit mit den Darstellungen außerirdischer Wesen in der Populärkultur. Sie beschrieben es als eine Mischung aus einem Außerirdischen und einem Reptil mit einer humanoiden Gestalt und ausgeprägten reptilienartigen Zügen. Die Berichte über diese Sichtung verbreiteten sich schnell in der Stadt und lösten eine Welle der Neugier und Angst unter den Bewohnern aus. Die Behörden wurden alarmiert und leiteten eine Untersuchung der Angelegenheit ein. Laut mehreren Augenzeugenberichten sollen die örtlichen Behörden das Wesen gefangen haben. Zeugen behaupteten, Militärpersonal gesehen zu haben, das das Wesen begleitete, was die Gerüchte über eine Begegnung mit Außerirdischen weiter anheizte. Die Behörden haben diese Behauptungen jedoch weder offiziell bestätigt noch dementiert, sodass der Vorfall nicht eindeutig geklärt ist. Der Vaginha-Vorfall wirft mehrere Fragen auf. Handelte es sich bei der Kreatur um eine Verwechslung, vielleicht um ein falsch identifiziertes, in der Region heimisches Tier? Oder handelte es sich um einen Außerirdischen, der irgendwie seinen Weg zur Erde gefunden hatte? Das Fehlen konkreter Beweise und die widersprüchlichen Augenzeugenberichte machen es schwierig, zu einer endgültigen Schlussfolgerung zu gelangen. Trotz der Ungewissheit, die den Vorfall umgibt, hat er erhebliche Auswirkungen auf die Stadt Vaginha und ihre Bewohner. Die Stadt hat die Assoziation mit dem Vorfall angenommen und Hinweise auf Außerirdische und UFOs sind zu einem alltäglichen Anblick in der Stadt geworden. Der Vorfall hat auch die Aufmerksamkeit von UFO-Enthusiasten und Forschern aus der ganzen Welt auf sich gezogen und Vaginha zu einem Hotspot für UFO-Tourismus gemacht. Letztendlich bleibt der Vorfall in Vaginha ungelöst. Nummer 13. Der Teheraner UFO-Zwischenfall. Ein weiterer Vorfall, den wir im heutigen Video behandeln, ist der Teheraner UFO-Zwischenfall. Der Vorfall, der sich im Jahr 1976 in der iranischen Hauptstadt Teheran ereignete, ist Gegenstand intensiver Debatten und Spekulationen unter Forschern und Liebhabern unidentifizierter Flugobjekte, UFOs, gewesen. In der Nacht des 19. September 1976 wurde die Stadt Teheran zum Schauplatz eines Ereignisses, das alles andere als gewöhnlich war. In dieser Nacht erschien ein helles, leuchtendes Objekt auf den Radarschirmen und erregte die Aufmerksamkeit der iranischen Luftwaffe. Das Objekt, das zunächst von den Radarsystemen des internationalen Flughafens Mehrabad in Teheran erfasst wurde, war mit keinem dem iranischen Militär bekannten Flugzeug vergleichbar. Sein plötzliches Auftauchen und seine ungewöhnlichen Eigenschaften veranlassten die Luftwaffe, Kampfjets zu entsenden, um die Anomalie zu untersuchen. Den Piloten bot sich ein erschreckender Anblick, als sich die Kampfjets dem Objekt näherten. Das hell leuchtende Objekt wies Ausweichmanöver auf, die die Fähigkeiten aller bekannten Flugzeuge überstiegen. Trotz aller Bemühungen gelang es den Piloten nicht, das Objekt abzufangen,
das sie auf Schritt und Tritt zu überlisten schien. Die iranische Luftwaffe bestätigte die Begegnung und verlieh dem Vorfall damit zusätzliche Glaubwürdigkeit. Die Art des Objekts blieb jedoch ein Rätsel. Handelte es sich um ein streng geheimes Flugzeug einer fremden Macht? Oder war es etwas nicht von dieser Welt? Das Fehlen konkreter Beweise und die große Geheimhaltung des Vorfalls haben die Spekulationen nur weiter angeheizt. Der Teheraner UFO-Vorfall hat die UFO-Forschung nachhaltig beeinflusst. Er wurde in zahlreichen Forschungsarbeiten zitiert und ist Gegenstand mehrerer Dokumentarfilme. Der Vorfall hat auch ein neues Interesse an der Erforschung von UFOs im Iran geweckt und zur Gründung mehrerer Forschungsgruppen geführt, die sich mit der Erforschung solcher Phänomene befassen. Unabhängig davon, wie lange das Ereignis zurückliegt, regt der Teheraner UFO-Zwischenfall nach wie vor die Fantasie von Menschen auf der ganzen Welt an. Der Vorfall erinnert an die Weite des Universums und an die Möglichkeit von Leben außerhalb unseres Planeten. Er unterstreicht auch unser Verständnis des Universums und die Notwendigkeit fortgesetzter Erkundung und Forschung. Der UFO-Zwischenfall von Teheran ist nach wie vor eines der faszinierendsten und unerklärlichsten Ereignisse in der Geschichte der UFO-Sichtungen. Ob man nun an die Existenz von Außerirdischen glaubt oder nicht, Vorfälle wie der in Teheran faszinieren uns weiterhin und schüren unsere Neugier auf das Unbekannte. Nummer 14. Die Schlacht von Los Angeles. Bisher haben wir viele interessante Geschichten erlebt, die auf die Anwesenheit von Außerirdischen unter uns hindeuten könnten. Eine weitere dieser Geschichten ist die Schlacht von Los Angeles. Das Ereignis, das 1942 stattfand, ist nach wie vor einer der rätselhaftesten UFO-Vorfälle der Geschichte. Zum Zeitpunkt des Vorfalls während des Zweiten Weltkriegs befanden sich die Vereinigten Staaten, die nach dem verheerenden Angriff auf Pearl Harbor in den Krieg eingetreten waren, in höchster Alarmbereitschaft für mögliche Bedrohungen. Die Stadt Los Angeles war aufgrund ihrer strategischen Bedeutung und ihrer Nähe zum Pazifischen Ozean besonders anfällig für Angriffe der japanischen Streitkräfte. In der Nacht des 24. Februar 1942 erschien ein nicht identifiziertes Objekt am Himmel über der Stadt und löste eine Reaktion der dort stationierten Streitkräfte aus. Die Flugabwehrkanonen feuerten ein Sperrfeuer ab, das den Nachthimmel in einem furchterregenden Spektakel erhellte. Das Objekt, das von Radarsystemen erfasst wurde, schwebte über der Stadt. Interessanterweise blieb dieses Flugzeug von dem Beschuss durch die Flugabwehr scheinbar unbeeindruckt. Trotz des heftigen Beschusses blieb das Objekt unversehrt, was die Sache noch mysteriöser macht. Der Vorfall, der mehrere Stunden andauerte, löste bei den Einwohnern von Los Angeles Panik und Verwirrung aus. In den Medien wurde ausführlich über die Schlacht um Los Angeles berichtet. Zunächst hielt man den Vorfall für einen Fehlalarm, der auf die Nerven des Krieges zurückzuführen war, und das Militär deutete an, dass es sich bei dem Objekt um einen Wetterballon gehandelt haben könnte. Diese Erklärungen konnten jedoch die Spekulationen und die Neugierde, die das Ereignis umgaben, nicht stoppen. In den Jahren nach dem Vorfall wurde die Schlacht von Los Angeles zum Gegenstand zahlreicher Untersuchungen und Studien. UFO-Enthusiasten und Forscher haben den Vorfall als Beweis für außerirdische Aktivitäten gewertet und die Fähigkeit des Objekts, dem Flakfeuer zu widerstehen, sowie sein merkwürdiges Verhalten als Indizien für seinen nicht-irdischen Ursprung angeführt. Trotz der zahlreichen Untersuchungen und Theorien bleibt die wahre Natur des Objekts ein Rätsel. Handelte es sich um ein streng geheimes Militärflugzeug, einen Wetterballon oder um etwas Unirdisches? Das Fehlen konkreter Beweise und die große Geheimhaltung des Vorfalls haben die Spekulationen und Debatten nur angeheizt. Nummer 15. Der Keksburg-Zwischenfall. Der nächste Vorfall ereignete sich 1965 in Keksburg, Pennsylvania.
Dies war ein sehr interessantes Ereignis. Stellen Sie sich Folgendes vor. Ein feuriges Objekt rast plötzlich über den Himmel, stürzt in den Wald und hinterlässt ein mysteriöses, eichelförmiges Objekt. Sie werden mir zustimmen, dass dies kein normales Ereignis ist. Als sich die Menschen diesem Flugzeug näherten, behaupteten sie, hieroglyphenartige Zeichen auf seiner Oberfläche zu sehen. Die Leute waren verblüfft und wollten eine Erklärung dafür haben. Es wurde jedoch keine gegeben. Der Keksburg-Zwischenfall, wie er später genannt wurde, bleibt ein Rätsel. War es ein sowjetischer Satellit, der vom Kurs abgekommen war, ein geheimes militärisches Experiment oder eine außerirdische Rettungskapsel? Der Vorfall löste damals Spekulationen und Debatten aus und beschäftigt auch heute noch Forscher, die an die Anwesenheit von Außerirdischen in unserer Welt glauben. Nummer 16. Das private Tagebuch von Richard Byrd. Im August 1946 leitete Admiral Richard Byrd, ein angesehener US-amerikanischer Marineoffizier und Forscher, die Operation High Jump, die größte Expedition in die Antarktis. Das war nach dem Zweiten Weltkrieg. An der Mission waren 13 Schiffe, 23 Flugzeuge und 4.700 Militärangehörige beteiligt. Die Expedition war für 4 Monate, von Dezember bis März, geplant und hatte eine Reihe von militärischen Zielen zu erfüllen. Eines der Hauptziele war die Erkundung möglicher Standorte für Militärbasen in der Antarktis. Während seiner Erkundung stieß Byrd jedoch Berichten zufolge auf etwas Außergewöhnliches. Dieser Bericht stammte nicht aus seinem veröffentlichten Reisebericht. Sein Sohn entdeckte sie nach seinem Tod in seinem Tagebuch. Aus dem Tagebuch geht hervor, dass Byrd von einem Eingang zum Mittelpunkt der Erde am Südpol gehört hatte. Neugierig geworden, flog er mit seinen Flugzeugen unter den Südpol und was er sah, überraschte ihn. Als er über den Pol flog, sah er Dinge, die sich nicht erklären ließen. Die Gegend war gemäßigt, üppig und grün. Sein Geschwader flog in die Erde. Und das eigentliche Abenteuer begann. Er beschrieb, dass er eine schimmernde Regenbogenstadt aus Kristall sah. Sein Flugzeug wurde dann von fliegenden, scheibenförmigen Objekten übernommen, die ihn zur Erde führten. Dort führten sie ihn in ein hohles Gebiet, wo er ein Wesen traf, das er in seinem Tagebuch als den Meister bezeichnete. Der Meister äußerte seine Enttäuschung über den Einsatz von Atomwaffen durch die Menschheit und bezog sich dabei insbesondere auf die Zerstörung von Hiroshima und Nagasaki. Der Meister äußerte sich besorgt über den Zustand des Planeten und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Menschheit ihr zerstörerisches Verhalten einstellen würde. Dieser Bericht aus Byrds Tagebuch ist für UFO-Forscher von Bedeutung, da er mit dem Beginn der modernen UFO-Ära zusammenfällt, die nach dem Zweiten Weltkrieg und der Zündung der ersten Atombomben begann. Es ist erwähnenswert, dass eine große Anzahl von UFO-Sichtungen in der Nähe von Atomraketensilos gemeldet wurde. Byrds Geschichte deckt sich mit zahlreichen Berichten über engelhafte oder außerirdische Wesen, die ihre Besorgnis über den Einsatz von Atomwaffen durch die Menschheit zum Ausdruck bringen. Es gibt Berichte von Air Force-Offizieren in US-Raketensilos, die behaupten, sie hätten miterlebt, wie ihre Atomwaffen von Wesen entschärft wurden, die sie für Außerirdische hielten. Diese Wesen scheinen über die Selbstzerstörung der Menschheit und die mögliche Schädigung des Planeten, den sie als ihre Welt betrachten, besorgt zu sein. Wenn Byrds geheimes Tagebuch authentisch ist, deutet dies darauf hin, dass hochentwickelte Wesen im Inneren der Erde leben und unsere Aktivitäten überwachen könnten. Nach dieser Begegnung wollte Byrd seine Geschichte erzählen, aber die Regierung befahl ihm zu schweigen. Nach seiner Rückkehr wurde er auf ein Regierungsgelände gebracht und ihm wurde gesagt, dass er niemals öffentlich über seine Erfahrung sprechen dürfe und dass alles, was er sagte, geheim sei.
könnte Byrds Geschichte auf eine tiefe Verbindung zwischen alten Überlieferungen über Außerirdische, die auf der Erde leben, und dem modernen UFO-Phänomen hinweisen? Einige Theoretiker des Altertums glauben das und vermuten, dass wir bald den Wesen des Erdinneren gegenüberstehen könnten. Nummer 17. Die Allagash-Entführungen. 1976 erlebten vier Freunde, die Künstler und Kanufahrer waren, während eines Campingausflugs im Allagash Wilderness Waterway in Maine, dass ihnen die Zeit abhanden kam. Sie konnten nicht verstehen, was geschehen war. Um ihre Erinnerungen wiederzuerlangen, unterzogen sie sich einer Hypnose. Unter Hypnose konnten sie sich daran erinnern, von Wesen mit länglichen Köpfen und leuchtenden Augen entführt worden zu sein. Viele Menschen, die ihre Geschichte hörten, glaubten, dass sie falsch sei, während einige meinten, dass etwas Wahres dran sein könnte. Was meinen Sie dazu? Handelte es sich um eine gemeinsame Halluzination oder um eine Begegnung mit einer anderen Welt? Nummer 18. Die Entführung von Pascagoula. Wir werden auch über die Entführung von 1973 sprechen, die sich in Pascagoula, Mississippi, ereignete. Charles Hickson und Calvin Parker, zwei Werftarbeiter, sahen beim Angeln am Fluss blauhäutige, krabbenartige Wesen. Nachdem sie sie in einem UFO untersucht hatten, ließen diese Wesen sie schweben und befreiten sie. Skeptiker lachten, als die beiden ihre Geschichte erzählten, aber Hickson und Parker blieben dabei. Die Pascagoula-Entführung ist immer noch eines der ungelösten UFO-Rätsel der Welt. Nummer 19. David Eckhart. David Eckhart erlebte 2006 in Pensacola, Florida, einen seltsamen Vorfall, als er auf seiner Schlafzimmerkamera etwas Überraschendes bemerkte. Eine kurze, schlanke, humanoide Gestalt, die langsam hinter der offenen Tür hervorlugte. David schlief weiter, doch die Kreatur näherte sich dem Türrahmen und entblößte ein seltsam dünnes Bein, einen länglichen Kopf und ihren gesamten Oberkörper. David war erstaunt, als er sich das Video ansah. Die Gestalt hatte große Ähnlichkeit mit den jenseitigen Kreaturen, die als Grays bekannt sind. Der Junge war sichtlich beeindruckt von dem, was er sah, als er das Video sah. Es ist interessant, dass David schon früher mit dieser Art von Wesen zu tun hatte. In den 1980er Jahren hatte er beim Zelten seine erste Erfahrung mit Außerirdischen. Diese Begegnung löste eine Kettenreaktion von Interaktionen aus, die bis heute andauern. Um diese Besuche aufzuzeichnen und möglicherweise fotografische Beweise für diese rätselhaften Wesen zu finden, beschloss David, Sicherheitskameras in seinem Schlafzimmer zu installieren. Nummer 20. Der UFO-Zwischenfall bei der chilenischen Marine. Unsere letzte Geschichte heute handelt von einem Vorfall in Chile im Jahr 2014. Die chilenische Marine nahm ein Infrarotbild auf, das ein weißes, längliches Objekt zeigte, das durch den Himmel flog. Nach der Analyse des Videos schlossen Spezialisten und Marinebeamte gängige Theorien aus. Handelt es sich um einen Beweis für modernste Technologie oder nur um eine weitere missverständliche Sichtung? Was auch immer es ist, es hat zweifellos die Neugier auf UFOs und Außerirdische geweckt und ist nach wie vor eines der Argumente, die von Verschwörungstheoretikern vorgebracht werden, um ihre Behauptung zu untermauern, dass es außerirdische Wesen auf der Erde gibt. Und damit sind wir am Ende dieser Reise angelangt. Diese Erfahrungen stellen unser Weltbild in Frage. Sie lassen uns fragen: Sind wir allein oder Teil eines riesigen, von Leben erfüllten Universums? Was denken Sie über diese Frage? Bitte kommentieren Sie unten, um uns Ihre Meinung mitzuteilen. Und wenn Sie Vorschläge für Ihr nächstes Abenteuer haben, zögern Sie nicht, sie uns mitzuteilen. Es warten noch viele weitere Entdeckungsreisen auf uns, also abonnieren Sie uns bitte, damit Sie keine interessanten Ereignisse verpassen. Danke, dass Sie uns begleitet haben. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.